Heute geht es nochmal geschwind über die Wärme im Bienenvolk. Wie heizt das Bienenvolk eigentlich? Da will ich noch ein bisschen mehr ausführen zum letzten Video. Ja, so hallo. Endlich mal wieder eine neue Folge. Ich muss nur gerade hier ein bisschen weglaufen von dem Lärm. Aber ihr seht es vielleicht, da hinten sind eben diese Bienenboxen, an denen ich meine Imkerkurse unter anderem mache. Und ja, die stehen da eben neben dem Industriegebiet. Also hier ist ein Schulgarten von der Waldorfschule. Also super idyllisch eigentlich. Das einzigste Problem sind die Geräusche von der Lüftung. Von diesem Industriebetrieb da hinten oder was auch immer das für Geräusche sind. Aber ich merke jetzt keinen Unterschied, dass die Bienen da schlechter überwintern oder so. Prinzipiell jetzt einfach, gab es ja gerade in letzter Zeit wenig Videos. Es gab vor allem deshalb wenig Videos, weil es eigentlich so bildmäßig nicht viel zu zeigen gab. Ich meine, es waren viele Arbeiten. Im Büro, wir stellen die Buchhaltungssoftware um. Das ist natürlich ein Aufwand. Klar, Bestellungen, was fehlt mal, Material wurde gemacht. Für unser neues Betriebsgebäude diese Planungen. Da braucht man natürlich auch Zeit. Und dann natürlich auch hatten wir die Grippe im Haus. Sind auch 2 Wochen, also es gibt einfach nicht viel zu zeigen. Wachseinschmelzen wäre noch was gewesen, aber zum einen hatte ich da letztes Mal ja schon was dazu gesagt und dann musste es auch einfach schnell gehen. An den Bienen hätte man vielleicht auch schon arbeiten können jetzt im Februar, wo es so warm war. Ich habe da nichts gemacht, zum einen eben, weil, wie gesagt, Grippe und ein bisschen Zeitnot. Und zum anderen war es mir dann auch doch noch ein bisschen früh. Ne? Wir wussten nicht, wird es dann noch mal kalt oder nicht oder was kommt. Das habe ich jetzt nicht viel gemacht. In diesem Video will ich noch mal geschwind aufgreifen, dieses Thema mit der Wärme. Da hatte ich ja im letzten Video schon 2, 3 Punkte dazu gesagt und da kamen ja auch Fragen. Und im Sommer, also wir brauchen ja das Brutnest immer in diesen zwischen 34 und, sage ich mal, 37 Grad. Und da muss das natürlich auch im Sommer geheizt werden. Und wenn ich ein Bild finde, blende ich es euch hier ein. Wenn man so eine Brutwabe sich anschaut im Sommer, dann hat man ja im Prinzip großflächig Brut, hat aber immer wieder Löcher drinnen. Und diese Löcher sind für die Bienen da, dass die einfach die Brut heizen können. Das bedeutet, da geht eine Biene kopfüber rein und heizt dann. Die Biene kann ja die Flugmuskulatur ausklinken vom Flügel und heizt dann eben wie im Winter. Und durch diese Anordnung, wie die leeren Zellen verteilt sind, kann eine Biene eben bis zu 60 Zellen wärmen. Das kann die Biene maximal, eine Biene maximal 30 Minuten. Dann hat die alle ihre Energie verbraucht. Muss rausgehen aus der Zelle, wird dann wieder gefüttert von Bienen, die einfach nur die Aufgabe haben, Futter zu holen und es zu den Heizbienen zu bringen. Und diese 30 Minuten, das ist im Prinzip Vollgas dann für die Heizbiene. Die wechseln dann auch die Stellen, ne, sodass das ganze Brutnest im Prinzip so geheizt wird. Wie das genau gesteuert wird, das ist noch ein bisschen unklar. Also relativ sicher ist es, das hat man doch Versuche herausgefunden, dass die Puppe Zeichen gibt, wenn es ihr zu kalt ist, aber dass es auch vom Bienenvolk aus einen Anlass gibt. Und es gibt auch so ein kollektives Heizen. Also wenn eine Biene anfängt zu heizen, dann heizen auch mehrere praktisch automatisch gleich mit. Ja, das kann man sagen. Und so
vielleicht zu diesem Thema mit der Wärme noch ergänzen, ne? Wie das im Sommer funktioniert und vor allem für alle, die sich gefragt haben, was sind das für Löcher in diesen Brutzellen? Ist da die Königin schlecht? Wird da Brut ausgeräumt? Das sind einfach Heizlöcher. Ne? Prinzipiell kann man ja auch noch vielleicht ergänzend noch mal sagen, dass es einfach so ist, dass wenn die Biene kopfüber in der Zelle steckt, entweder sie heizt, das sieht man daran, dass der Hinterleib schnell pumpt, also dass sie sich anstrengt und Vollgas gibt, oder sie schläft, dann geht der Hinterleib ganz langsam. Und ja, natürlich, wenn sie verhungert sind, die Bienenvölker, dann stecken die Bienen auch kopfüber drinnen, dann stecken sie in jeder Zelle Kopf über die Bienen drin. Das sind so die drei Punkte, wo mir gerade eigentlich einfallen, warum eine Biene mit dem Kopf zuerst in der Zelle steckt. Ja, beim Putzen, ne, wenn sie Zellen ausputzt, nachdem die Brut geschlüpft ist. Aber dieses Kopf über drin stecken, schnelles Pumpen, das ist diese Heizfunktion. Ganz langsam ist die Schlaffunktion von der Biene. Wenn euch da noch mehr einfällt, warum die Biene Kopf über in der Zelle steckt, schreibt es mir doch gerne einfach in die Kommentare. Dann lerne ich ja vielleicht auch noch was, aber mir fällt jetzt gerade hier in dem Moment nichts ein. Ja, ich würde dann jetzt auch mal, wie gesagt, das ist der Schulgarten hier, der ist ja noch nicht bewirtschaftet hier im März, aber wie gesagt, für die Bienen schön. Man sieht es ja auch hier angrenzend, ne? Da ist ja dieses riesige Gemüse, oder riesen, aber super Boden hier im Neckartal, dieses Gemüseanbaugebiet Richtung Esslingenweil. Mit Gewächs, also mit ja, Folientunneln, alles Mögliche. Und eben da hinten, hinter den Hühnern, dann unsere zwei Bienenboxen von den ersten zwei Stadtbienenkursen. Dieses Jahr gibt es ja vier. Es sind ja auch dann zwei bei uns in der Imkerei, direkt vor Ort. Und ja, also mir macht es Spaß. Die Kurse kommen auch super an, das muss man sagen. Also ich hatte Orientierungsseminar Samstag von der Woche und da hat eigentlich jeder, der das bewertet hat, also die obligatorische Feedback-Runde, die Höchstnote gegeben. Und was mich ja natürlich persönlich besonders freut, ist, dass ich als Referent auch wertgeschätzt werde. Ne? So coole Art, Fachwissen vorhanden, also lauter solche Rückmeldungen, also das hat mich gefreut. Macht mir Spaß und aus dem Grund habe ich mir ja auch ein bisschen Zeit jetzt freigeschaufelt, dass man eben da dann vier Kurse anbieten kann. Die Nachfrage ist da und ja, mir macht es auch Spaß und die Räumlichkeiten haben ja zukünftig auch besser. Gut, das war's. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich mache jetzt mal weiter im Büro. Aber das Wetter täuscht, es ist relativ kalt, 5 Grad, ne? Zwar schöne Sonne. Wir hatten jetzt viel Regen, aber ja, ich verziehe mich ins Büro und euch wünsche ich viel Spaß mit dem Video und eine gute Auswinterung. Bis demnächst.